Hallo, ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute könnt ihr mir bei diesen kleinen, naja, kleinen, bei diesen großen Musterbändern zusehen. Es sind drei, ja, geworden, drei Stück geworden und das Grundmuster ist immer dasselbe. Aber so unterschiedlich kann ein Grundmuster aussehen. Seht ihr hier eher in Blätterform, weil es eben grün ist, da eher mehr blumenmäßig und hier geschwungen wellenmäßig. Ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Zusehen, beim Selbermachen, beim Kreativsein und über einen Daumen hoch, ein Abo und oder einen netten Kommentar von euch freue ich mich wie immer sehr. Ja, und jetzt geht's los. So, hier ist die eine Seite. Ich habe den breiten Pinsel genommen, das wirklich sehr feucht gemacht und fange jetzt mit dem Farbauftrag an. Den wollte ich eben eher in Grüntönen halten. Und ihr seht da an der Ecke noch einen Farbauftrag. Da habe ich mich vertan. Ich habe das Musterbuch verkehrt rum gehabt und das nicht gemerkt. Aber naja, jetzt ist da eben auch Farbe drauf, was nichts ausmacht. Was soll's? Wer weiß, was ich da noch draus mache. Das zweite Farbfeld soll eher in Gelb, Orange und Rottönen sein. Hier habe ich auch so ein Magenta und das liebe ich sehr, das Magenta. Das macht so richtig Spaß. Da hinten, das ist etwas aus dem Bild gerutscht. Das ist jetzt in Blautöne. Und ihr seht, das Papier, gut, das ist jetzt nicht das Beste und es wälzt sich auch ziemlich sehr und ja, es wird später leider nicht unbedingt besser. Das muss man dann mal pressen, dann wird es wieder einigermaßen glatt. Ja, jetzt ist der Farbauftrag da hinten auch schon fast fertig. Noch etwas Türkis, also wirklich in Blautöne gehalten und dann habe ich noch etwas Türkis draufgelegt. So etwas rüberrutschen. Jetzt seht ihr es etwas besser. Ja, und lasst es wirklich sehr, sehr gut trocknen. Ich habe es wieder über Nacht trocknen lassen und ihr seht zwei Striche und Zickzack in der Mitte. Das ist das Grundmuster. Das verbinden dann. Und ich habe mir überlegt, ich möchte eben, weil das grün ist, so etwas wie Blätter drauf machen. Und die Ecken haben mir nicht gefallen. Ich habe mir gedacht, naja, warum nicht abrunden? Man kann ja wirklich alles machen. Also seid da auch wie ich ganz frei. Und manchmal ist es auch wirklich so, ich hab so Muster im Kopf. Und dann wird es aber ganz anders. Aber das macht nichts. Das ist ja gerade das Interessante. Und weil es eben so spielerisch ist und eben alles sein darf, ist es auch überhaupt kein Problem. Und nebenbei kommen da oft die schönsten Muster dabei raus. Ich habe diesmal lange überlegt, was ich euch denn zeigen möchte. Und da ist mir dieses Grundmuster in die Hände gefallen, mehr oder weniger. Ich glaube, ich habe euch das Buch schon mal verlinkt. Ich habe zwei Bücher über ja, das Doodeln und Zentangeln und mehr habe ich gar nicht, weil sich daraus eben bei mir ganz oft so eigene Muster ergeben. Je nachdem, wie man die ganzen Muster eben miteinander auch wieder mixt. Aber ich werde sie euch unten verlinken und da könnt ihr mal reinschauen. Da sind wirklich tolle Muster drin, tolle Anleitungen auch. Sehr, sehr gut zum Nachvollziehen. Auch für wirklich Anfänger. Also das ist wirklich toll. Auch etwas für ja, Fortgeschrittene ist da dabei. Also ganz viel auch, weil es sind dann auch ganz schwere Muster, die man wirklich also üben, sehr viel üben muss. Aber ja, das ist ja auch der Sinn und der Zweck. Ja, hier habe ich den grünen Uniball Signum. Grün zu grün eben, Ton in Ton. Und da fülle ich jetzt erstmal diese Kreise aus, die ich hier gemacht habe. Das erinnert so etwas an Spitze, finde ich. Früher, da gab es doch solche Spitzen.
weiß nicht, ob es die heute noch gibt, habe mir noch gar nicht mehr drum gekümmert. Ja, das fällt einem so bei solchen Sachen ein. Dann noch etwas Gold dazu. Da wäre aber ein feinerer Goldstift wahrscheinlich noch schöner als der dickere eben. Da gibt es von Unibol Signor auch noch feinere, die werde ich mir die nächste Zeit mal zulegen. Das war mir dann doch zu dunkel und habe dann einfach einen weißen Punkt draufgelegt auf das Grün. Und das seht ihr hier nicht ganz so gut, wenn ihr dann zum Schluss die Detailaufnahmen ansieht, da könnt ihr das genauer sehen, wie schön, dass das Grün und das Weiß zusammenpasst. Ja, und dann habe ich mir gedacht, der Schatten wären toll und schon kriegt es so den 3D-Touch. Ganz einfach gemacht, wie ihr seht. Das ist wirklich nicht tragisch. Aber passt auf, der weiße Unibol Signo rubbelt sich da ganz gern mal mit ab, deswegen habe ich da nochmal nachgearbeitet. Ja, nächstes Muster. Da habe ich noch überlegt, hoppala, wie muss ich jetzt da wieder weitermachen? Und dann, ja, fiel es mir dann doch wieder ein. Ja, das ist wie so ein Zopf, finde ich, und das ist recht schön. Und da wollte ich einfach ja so ein, ja, nicht direkt Blüten, aber halt so angehaucht haben. Und ja, das ist dann draus geworden. Und da ich da einen Fehler gemacht habe und das Ganze etwas zu dunkel war, der Strich zu dunkel war, habe ich den einfach dunkler nachgezogen. Und ich mache auch so manche andere Striche dann nochmal dunkler, damit das noch besser zur Geltung kommt. Aber das kommt später. So, und dann habe ich überlegt, ja, die andere Seite noch, zack, und hier nochmal, wie weit gehe ich denn rauf mit dem Muster? Seht euch das genau an, wie ihr das machen wollt und malt dann. Ihr könnt es natürlich auch zuerst mit Bleistift mal austesten, ob das für euch sich für euch gut anfühlt, ob das richtig ist. Aber ja, da bin ich meistens zu ungeduldig dazu. So, und hier seht ihr, wie ich das Ganze dann doch nochmal verstärke, weil es dann schon schöner aussieht. Auch diese Striche noch. So. Okay. Da mache ich da praktisch Wellen drunter, nehme nur die Bögen auf. Auf der anderen Seite wollte ich nicht das Gleiche machen und habe dann einfach wieder mal Kugeln gemacht. Kugeln passen immer. Kreise sind immer klasse. Kleine, große, ganz unterschiedlich, wie es gerade reinpasst. Gekommen. Dann erstmal mit Gold etwas verstärken. Wenn ihr mit den Unibol Signo drüber kommt, über die schwarzen Striche, ist das überhaupt kein Problem. Allerdings, ihr müsst eine Sache beachten, lasst diesen Unibol Signo die Farbe richtig, richtig gut trocknen und dann könnt ihr wunderbar wieder mit dem wasserfesten Feinliner drüber malen. Wenn ihr das nicht macht, dann kann sein, dass euch der wasserfeste Feinliner so verschmiert, dass ihr den irgendwann wegschmeißen müsst. Also das trocknet dann ratzfatz an und ja, dann ist der Stift kaputt. Also lieber wirklich gut trocknen lassen und wenn ihr was dran habt, dann gleich an einem Tuch, ich habe immer ein Tuch nebendran, streift den Stift darauf ab, dann passiert auch nichts. Hauptsache die Farbe ist dann wieder weg von dem schwarzen, wasserfesten Feinliner. Ja, so, hier kringel ich wieder
Ich wollte das noch etwas aufhellen, das war mir alles zu dunkel. Und da ist der weiße Uniball Signo natürlich klasse dafür geeignet. Seht ihr, das muss gar nicht so gleichmäßig sein. So wie es wird, so wird es einfach. So, dann noch ein paar Punkte reingesetzt. Ja, schön. Jetzt habe ich da noch ein paar Stellen, wie ihr seht, die ich jetzt nachfahre, die jetzt nochmal ausgebessert werden. Ja, Bögen. Wellen zacken in die Mitte und dann ist es letztendlich wieder das gleiche Muster, nur eben in Bögen gelegt. Zack, so, und hier mache ich mir das gleiche. Mal die eine Seite und dann die andere Seite und schon, seht ihr, ergibt es das Muster. Also das Muster ist wirklich ein ganz, ganz vielfältiges Muster, mit dem kann man wirklich alles Mögliche machen. Da kann man alle möglichen weiteren Muster daraus zaubern, kreieren. Je nachdem, was ihr dann eben auch in die Farbfelder rein macht. Hier habe ich jetzt das nochmal dicker gemacht. Dann mit dem weißen Uniball Signo innen das noch umrandet. Zuerst habe ich die Seitenränder ausgelassen, aber das hat mir dann doch nicht gefallen und habe das wirklich dann ganz gemacht. Und ihr seht, da arbeite ich gar nicht so genau. Ich passe schon auf, klar, aber manchmal verrutscht es eben oder tja, die Hand ist vielleicht nicht ganz so ruhig und das ist aber kein Beinbruch. Ich werde später dann, das seht ihr dann gleich, die schwarzen feinen Striche dann nochmal nachziehen und dann ist es wieder schön. Also es ist nie irgendwas kaputt, sondern macht einfach weiter und überlegt euch dann später, wie ihr das dann am besten für euch lösen könnt, dass es wieder gut aussieht. Und das ist eben eine Lösung dann. Lasst den weißen Uniball Signo wirklich gut trocknen und dann könnt ihr die schwarzen Striche, die feinen, nochmal nachziehen. So. Seht ihr? Und schon ist es wieder behoben, der Schaden. Wenn es denn überhaupt ein Schaden ist. Manchmal beziehe ich das Ganze auch in das Bild mit ein, je nachdem, was ich da gemacht habe. Und das hätte ich fast gesagt, was ich verbrochen habe. Aber naja. So. Und schon sieht es gleich besser aus. Also für mein Dafürhalten. Hier habe ich jetzt die Sakura Gel Stifte. Das ist jetzt ein helles Blau. Ich wollte da gar nicht so viel Farbunterschied haben. Ich wollte einfach nur unterstützen und ein feines Muster reinlegen in die Farbfelder. Und da sind natürlich die Kringel sehr schön, weil die ja das Meermuster für mich jetzt nochmal aufgreifen. Der Gedanke an Wellen, Meer, Sand, Strand. Ja. Und die beiden Muster auf der Seite, da mache ich nur mit einem dunkleren Blauton ein paar Punkte rein. Mehr muss es gar nicht sein. Seht ihr? Und ich denke da gar nicht drüber nach, ich mache einfach nur Punkte. Ich freue mich dran an den Farben. Jetzt gibt es noch etwas Schatten und schon wird das Ganze lebendiger noch. Ja, wir sind fast fertig mit den drei Mustern.
Und ja, die sind schon etwas zeitintensiv, aber es lohnt sich, finde ich. Probiert es mal aus, ja. Und habt Spaß dabei. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.